Oh, wie ist das schön! Ich bin wieder mit dem Lastenfahrrad unterwegs. Das Wetter ist perfekt. Papa-Kindertag. Jede Woche aufs Neue. Freue ich mich jedes Mal, wenn das Wetter mitspielt, weil dann kann ich mit meinen Kindern was unternehmen. Ja, und ich hole jetzt meine Tochter natürlich wieder mit dem Lastenfahrrad ab. Mein Sohn Jonas, den holen wir dann anschließend ab. Der ist wirklich Fan von diesem Teil hier. Meine Tochter fährt lieber mit der Rikscha. So ist das halt, wir wechseln uns ab. Emily! Was machst denn du? Bist du angekettet? Hast du nicht gefolgt oder wie? Na, freust du dich? Wieso? Weil ich voll aufs Lager. Aha, hast du das schon klar gemacht? Was ist die Lager? Ein Spielplatz. Und zwar der beste, glaube ich, im Bereich Zeitz, oder? Wirklich ein Ausflug wert, wenn ihr mich mal besucht, vielleicht Kinder dabei habt. Ja, du kannst es bestimmt empfehlen. Da gibt es nicht nur Spielsachen, sondern da gibt es so einiges zu entdecken. Wasserspielplatz. Wasserspielplatz. Ihr werdet alles sehen. Ich nehme die Kamera mit. Tiere gibt es auch. Jetzt holen wir erstmal Jonas. Und auf dem Weg zu Jonas bringen wir natürlich noch deinen Schulranzen nach Hause. Sonst kriegt man hier ein Platzproblem. Das wäre wieder mit der Rikscha besser. Da haben wir nämlich mehr Platz. Stimmt's? Und Emily, wie war es in der Schule? Toll. Was habt ihr heute gelernt? Mit Geld. Hast du wieder vergessen, oder? Nee, wir haben wieder mit Geld gerechnet. Weißt du, sagt Emily, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Heute hat sie sich erinnert, sie haben mit Geld gerechnet, okay. So, das mit den Ständer funktioniert, solange man nicht irgendwie bergab nach vorne steht. Habe ich ja schon mal in einem Video kritisiert und schaut mal auf der Seite. Da habe ich das schon richtig krass abgeschliffen, weil die Bodenfreiheit nicht so besonders groß ist. Oh, Emily, ich wollte dich gerade filmen, was du bei mir. Oh, ich sehe gerade die Kinder. Die sind am Garten. Da habe ich ja letztes Jahr Tomaten gesponsert, dieses Jahr halt nicht. Hallo Jonas. Die kann man noch nicht essen. Welche kannst du denn essen? Die roten. Zeig mir mal eine, die du essen kannst. Okay. Ah, das ist eine rote. Oh, hier sind ja ganz viele. Seid ihr startklar? Ja. Was hast du da aufgesetzt? Den Hut. Ein schöner Hut. Und du hast ja schon wieder eine Schramme. Und wer war dran schuld? Ich. Wer? Du. Ich? Jonas. Du. Jonas? Nee, ich war's. Ich habe meinen Sohn umgeschubst, aber nicht mit Absicht. Nein. Er stand plötzlich vor mir, ich mache einen Schritt, auf einmal doing, liegt er mit dem Gesicht auf dem Asphalt. Zu meiner Schande. Lass mich so schnell. Passiert. Hand! Guck mal, Jonas, Lastenfahrrad. Freust du dich? Warte, Emily, ich muss erst mal festhalten, nicht, dass es umkippt. Jonas, mit was fährst du lieber? Mit der Rikscha oder mit dem Lastenfahrrad? Lastenfahrrad. Warum? Warum fährst du lieber mit dem Lastenfahrrad? Weil sich das Rad dreht? Und du, Emily, mit was fährst du lieber? Mit der Rikscha. Warum? Weil ich mit der Windelprinzessin fühle. Wie eine Prinzessin? Ich finde beides cool. Hat jedes seinen besonderen Reiz. Ich würde aber auch sagen, bei Emily liegt es daran, weil die Rikscha ist größer, oder? Hier hast du weniger Platz. Ja. Weil sie ist jetzt 7 Jahre alt und da ist halt das alles ein bisschen eng, gerade wenn man so Gepäck mitnimmt. Aber alles noch möglich. Wollen wir los? Einsteigen. Tschüss. Wir wollen die Klingel hören, die Kinder. So, einmal umlenken hier. Ja, wir fahren jetzt wieder hier schön. Abseits der Straßen über Schleichwege bis nach Zeitz. Hier seht ihr jetzt wieder die Steigung, wo ich auch beim letzten Mal hoch bin. Mal sehen, wie das dieses Mal klappt. Geht steil nach oben und dann 90 Grad nach links. Mist. Das letzte Mal hat das besser geklappt, aber wisst ihr, woran es liegt? An der Kamera, die mich ja völlig irritiert.
Und deswegen wird die jetzt woanders hingeschraubt. So, Emily, hast du das im Griff? Ja. Du wirst immer mehr zur Kamerafrau. Ist dir das bewusst? Irgendwann bist du bei meinen Videos immer dabei und musst die Kamera halten. So, jetzt hier, Vollgas. Yay! Es geht los! Wir sind jetzt hier auf Deutschlands schlechtesten Kopfsteinpflaster. Aber schaut euch mal, wie hier vorne die Stoßdämpfer arbeiten. Ja, die machen einen guten Job. Selbst ich fühle mich hier hinten wohl. Vorne am Lenker rüttelt zwar ein bisschen, aber es ist nicht irgendwie schlimm. Und meinen Kindern gefällt's. Das war jetzt echt eine Belastungsprobe. Fahrrad hat alles überstanden, Schutzblech hat ein bisschen vibriert. Ich muss mich aber korrigieren, die schlimmste Kopfsteinpflasterstraße ist nach wie vor beim Camper Marco vor der Haustür in Magdeburg. Das ist der Zuckerbahnradweg. Hier sind wir in die entgegengesetzte Richtung auch zum Fahrradwohnwagentreffen bei der Ausfahrt lang gefahren. Und uns kommen Pferde entgegen auf dem Radweg. Jetzt machen wir mal einen Belastungstest in der Steigung. Da, hier. Das sind mindestens 80%. Naja, gut, vielleicht zu 15%, aber fühlt sich an wie 80. Ja, aber selbst das meistert das Tenway mühelos. Und ich muss noch nicht mal so viel Kraft aufwenden. Ja, der Vorteil hier von diesem Lastenfahrrad ist natürlich auch die Wendigkeit gegenüber die Rikscha. Und du bist natürlich deutlich schneller. Wir sind da. Hier ist die Einfahrt. Im Hintergrund die Moritzburg, Schloss Moritzburg. Ja, und dann kann man ewig weit die Richtung laufen. Da kommt dann ein großer Spielplatz, seht ihr gleich alles. Aber wir holen uns erstmal den Stempel und stellen das Fahrrad hier sicher ab. Ja, ich denke, hier wird es nicht geklaut, zumal ja auch das Häuschen da in Sichtfeld ist. Oh, hast du sogar einen Apfel bekommen? Wo hast du denn den her? Von den Onkel. Und du auch. So, los, ab in die Richtung. Hier direkt am Eingang geht es schon los mit den ersten Pflanzen. Wem das interessiert, der kann hier sich richtig austoben auf dem Gelände. Deswegen die Alaga, Landesgartenschau. Und da die Moritzburg. Hier kann man auch Volleyball spielen. Ja, und da vorne ist schon der erste Spielbereich für die Kinder. Ich glaube, der Jonas ist noch ein bisschen zu klein. Guck mal darüber, Jonas. Guck mal da, nee, darüber. Da? Hinter dir. Was ist denn da? Eine riesengroße Rutsche. Aber da bist du noch zu klein, Jonas. Da kannst du noch nicht mit rutschen. Aber weißt du, was du machen kannst? Da hinten kannst du matschen. Da. Wollen wir da mal hingehen? Na los. Ich habe extra Wechselsachen mit zur Not. Da hinten ist ein Brunnen mit einer Pumpe, Handpumpe.
Okay. Wollen wir weitergehen zum Spielplatz? Ja. Ja, und Speck. Eindeutig noch zu klein. Schaut euch mal diesen Platz an. Und das Coole ist, da hinten drin in dem Waldbereich gibt es auch noch mal so Wiesenflächen. Und dreimal könnt ihr raten, was ich hier schon für eine Idee hatte. Geile Location fürs Fahrradbewagentreffen. Da hinten drin auf jeden Fall. Hier vorne eigentlich auch schon, aber hier ist kein Schatten. Aber da hinten perfekt. Das einzige Problem, ich weiß nicht, ob da hinten Toiletten sind. Also da schon, neben der Bühne, da ganz hinten, da sind Toiletten. Aber nicht so viele. Können wir über die Wackelbrücke? Wackelbrücke? Ja. Hängebrücke meinst du? Ja. Natürlich. Für die Blumenliebhaber unter euch, sieht das nicht schön aus? Was hast denn du? Ein Blume. Für mich? Ja. Oh, danke schön. Hast du auch eine für mich? Oh. Was ist da drin? Ich mache ein Geld. Hier direkt neben dem Weg befindet sich ein kleiner Bach. Hast du schon den Bach gesehen mit dem Wasser? Hinten war ich mal. Und auf der anderen Seite ein See, da sind sogar Goldfische drin. Und, aber und hier ist diese Bühne, hier finden manchmal Veranstaltungen statt. Und da seht ihr nochmal die Schloss Moritzburg in voller Pracht. Du isst doch nicht etwa die Blume? Schmeckt sie wenigstens? Ich möchte mal wissen, von wem er sich das abgeguckt hat. Wem das Gelände in Übersicht interessiert, klickt jetzt auf Pause. Hallo Jonas! Jedes Jahr nehme ich mir vor, solche tollen Blumenkästen bei mir auf dem Grundstück hinzustellen. Wenn ich nur wüsste, wie die ganzen Blumen heißen. Naja, ich mache jetzt hier mal ein paar Aufnahmen. Ihr könnt sie ja in die Kommentare schreiben. Und dann fahre ich demnächst mal in den Baumarkt und hole mir solche Blumen. Ja, ist das nicht toll? Auch mit den Blättern hier. Ich finde das so genial. Wir müssen ja gar nicht zum Spielplatz. Euch reicht ja hier die Bühne, oder? Nein. Wer will zum Spielplatz? Nein, ich. Emily will zum Spielplatz, Jonas nicht? Lass mal Jonas hier. Ja, das sind jetzt hier die Toiletten, Containertoiletten. Mehr ist nicht. Und ich glaube, Duschmöglichkeiten gibt es gar nicht. Spiegel, Außenspiegel gibt es auch. Und wenn es geöffnet ist, natürlich Bier. Heute ist geschlossen. Der Grund, warum ich das mit dieser Fahrradwohnwagengeschichte oder hier dieses Treffen auf dieser Location wieder verworfen habe, ist eigentlich, erstens wird es wahrscheinlich eine Menge Geld kosten, weil die lassen sich das hier gut bezahlen, wenn man diese Location mietet. Und das nächste, hier darf man nicht mit dem Fahrrad rein, also drin rumfahren. Ich vermute mal, das wird da nicht gewünscht, ja. Leider. Oh, riech mal. Mach mal. Riech mal an den Rosen, Jonas. Die riechen gut. Die? Ja, riech mal dran. Oh, das riech mal. Ein Blatt. Das riech mal. Papa, ein Blatt. Das riech mal. Jonas hat ein Blatt entdeckt. Das ist viel interessanter als diese riechenden, duftenden. Papa, da. Ja. Können wir denn auch noch so den Spritzdingern? Kommt drauf an, wie lange ihr noch hier trödelt. Das kommt. Ist ziemlich groß hier, das Gelände. Insbesondere, wenn man mit Kindern unterwegs ist, kann das natürlich eine halbe Ewigkeit dauern, bis man am Ziel ankommt. Was hast denn du entdeckt? Da hinten. Oh, da hinten. Was ist da? Rutsche. Eine Rutsche. Und eine große noch dazu. Und da ist aber ein Fluss. Und wie kommen wir über den Fluss drüber? Über die Brücke. Los, schnell rennen hinter zu Emily. So Emily, du vorne weg, wir hinterher. Und immer schön festhalten. Warte, ich gehe vorne weg. Ist ein bisschen schmal hier. Halte ich fest. Ich vorne weg. Das wackelt. Eine Wackelbrücke.
Voll viel Wasser, Jonas. Los, weiter geht's. Jetzt sind wir am Spielplatz. Kleiner Snack, Melone. Wer möchte alles Melone? Guter Tausch. Beiß rein, kannst du mitessen. Ich mache die Videos mit meinen Kindern total gern. Einerseits ist es ein schönes Andenken. Emily, weißt du noch, wo du 2 Jahre alt warst? Serengeti Park? Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß. Aber durch die Videos? Gleich, erst essen wir auf. Durch die Videos, die wir damals gemacht haben, ist es wirklich ein schönes Andenken. Es bleibt einfach ja, in Erinnerung dadurch. Und das nächste ist, wenn wir dann zu Hause sind. Jonas, was guckst du denn am liebsten für Videos an? Lastenfahrrad sagst du immer, stimmt's? Lastenfahrrad und dann guckt er mal die Videos an, die wir gedreht haben. Ja, und das wird dann hier das nächste Video, was er wahrscheinlich als Favorit anschauen möchte. Jonas, bist du schon ein Schulkind? Ja. Na dann, ab in die Schule. Guck mal, Jonas, eine Schule ohne Dach. Wenn es hier regnet, wird alles nass. Da war ich schon so oft hier und ich habe das nicht gesehen. Scheint ja auch schon ein Weilchen hier zu stehen. Ich dachte, Emily, da vorne in dem Haus ist die Schule. Nee, hier. Okay. Ja? 100 plus 100 sind? 3 Millionen, da ist das Beide. 100 plus 100 sind 102. 200. Warum schreibst du dann 102? Hast du hingeschrieben? Jonas Winkler hast du hingeschrieben. Traktor. Guck mal, Meerschweinchen. Siehst du die? Meerschweinchen. Siehst du gar nicht, hä? Hallo, hier ist noch eins. 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 So viele sind da. Also ich sehe bloß 2. Und da drüben ist eine Ziege, wo die Emily ist. Guck, da ist eine Ziege. Nee, hier. Die Ziege klettert gerade. Ach nee, das ist ja Emily. Wo ist die Ziege, Jonas? Komm, wir gucken mal. Da kann man drauf und hier ist eine echte Ziege. Guck mal. Bibi und Dina. Bibi, komm her. Achtung, Bibi kommt. Die freut sich. Sie wedelt mit dem Schwanz, wie so ein Hund. Hallo. Die hat Babys im Bauch. Babys im Bauch. Jonas mit 2 Ziegen. Wisst ihr, warum ich gerade erleichtert bin? Die Schuhe bleiben an.
weil das aus ist. Normalerweise ist hier so Fontänen-Sprühnebel, kommt hier so einfach aus dem Boden rausgeschossen und dann ist das so wie so eine Gischt. Und da kann man sich abkühlen. Im Sommer, wenn es richtig heiß ist, kann man ja so durchlaufen. Aber die Kinder sind danach pitschnass. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass die Dinger jetzt aus sind. Ich habe zwar sechste Sachen mit, extra deswegen, aber muss nicht sein. Oh, wie sieht der Jonas aus? Geh mal ein bisschen weiter weg vom Spiegel. Guck mal, du bist ja ganz dick. Guck mal in den Spiegel rein. Oh, Jonas ist ganz dick. Du bist so weit weg, du musst näher rangehen. Oh, seid ihr dick. Hier hinten war ich auch noch nicht. Es geht ja wirklich immer weiter. Da. Überall hier ein Labyrinth. Die hat sich versteckt. Musst du suchen. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende hier angekommen. Hier geht es dann wieder zurück. Aber für die Kinder natürlich optimal hier zum Toben. Wie so ein Labyrinth. Hier kann man Verstecken spielen. Richtig genial. So genial, dass ich jetzt noch nicht mal weiß, wo Jonas ist. Jonas? Hast du dich versteckt? Du Schlingel, ich hab dich gar nicht gesehen. Nö, ich muss dich ja finden. Ja, ich suche gerade Jonas. Ah, ich hab ihn! Was das ist? Sprühnebel. Geh mal hin. Aber nicht so lange denn gehen. Geh mal hin. Was macht das? Heiß. Nee, kalt. Ja. Wer hat wieder Blödsinn im Kopf? Ja, für die Kinder hier ein echtes Paradies. Ausmachen, Papa! Ich kann das nicht ausmachen. Ja. Nee, langsam! Oh, ist das erfrischend! Oh, schön! Jonas, gefällt dir das hier? Hier ist aber glatt, pass auf! Noch ist er nicht gestürzt. Ist nur eine Frage der Zeit. So, an der Stelle beende ich auch das Video, weil es ist ja viel zu lang geworden. Ich wollte nur so 10 Minuten filmen. Ja, dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörg. Tschüss, Emily. Tschüss. Tschüss, Jonas.